Einen wunderschönen guten Tag an alle begeisterten Dragon Ball Fans und willkommen hier zurück zu Let's Play Super Dragon Ball Heroes. Weiter geht die wilde Fahrt. Beim letzten Mal zwei Kämpfe geschafft. Einmal gegen einen guten Doktor und gegen einen komischen, wie hieß er jetzt nochmal? Ich hab schon wieder vergessen, aber auf jeden Fall, die sollen unsere Macht spüren. Diese Ohrringe haben uns den Hintern gerettet. Ich darf nicht vergessen, mich nachher bei der Kaioshin der Zeit zu bedanken. Was soll diese gewaltige Karika nur Kakarot Broly sein, wolltest du sagen? Oh mein Gott, ist das nicht Broly? Der Ehre ist auch hier. Es ist egal, wer die Herausforderung ausspricht. Wir können nicht verlieren. Kakarot. Ah, das war knapp. Kakarot. Ach, verdammter Mist, warum ich? Du hast Streit mit Kakarot, oder? Nun, hier bin ich. Kakarot, hä? Hat der noch alle Latten am Zaun? Nein, definitiv nicht. Guck, jetzt ist er hinter mir her. Seltsam, Son Goku ist da, aber Broly greift mich an. Aus dem Weg, ich werde diesen Muskelbepackten Verrückten vernichten. Muskelbepackten, okay. Was ist passiert? Seltsam, du hast das Fusionszeitlimit doch noch gar nicht erreicht. Das muss daran liegen, dass ich noch nicht wieder ganz gesund bin. Tut mir leid, Papa. Ich finde, wir haben Glück gehabt. Ich finde nichts widerwärtiger als die Fusion. Kakarot! Och, jetzt komm aber. Schon wieder ich? Wieso nur ich? Lass ihn in Ruhe, du blöder Schwachkopf. Das ist Philipp, nicht Kakarot. Ack! Ack! Was ist dem wurscht? Notlauf! Ah! Passiert gar nichts, oder? Oh mein Gott! Da ist was passiert! Not! Nein! Eine Verbündete verloren. Nein, bitte tu das nicht! Das ist nicht dein Ernst, Not. Wie konntest du nur? Dafür wirst du büßen. Und zwar richtig büßen. Oh mein Gott, meine arme Rüstung gleich hier. Bin, glaube ich, mehr als auf 180 gerade. LOL? Sag ich ja. Cool. Nämlich als Thumbnail. Er ist zum Super Saiyan geworden. Wie ist das möglich? Wusste ich's doch. Du entkommst mir nicht, zumindest nicht lebend. Kakarot! Ja, wir wissen es mittlerweile. Möge der Schlachten beginnen, du wirst als erster sterben, Kakarot. Der merkt echt nichts mehr zum tausendsten Mal. Ich bin Kakarot! Versuch's nur! Ich schicke dich direkt in einen Krater! Oh mein Gott! Okay, jetzt habe ich mir fast gedacht, dass ich keine Verbündeten nehmen kann. Okay, das ist ein sehr interessanter Kampf jetzt. Cool. In diesem Kampf können nur Decks mit festgelegten Heldenavatar verwendet werden. Lege bitte eine Heldenavatar-Karte für dieses Deck fest. Schön! Cool! Okay. Ja, okay, dann weiß ich, was ich machen muss. Wir werden Vegeta austauschen. Toll! Ich muss meine eigene Heldenkarte verwenden. Okay. Halt. 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 Ja, ich möchte gerne zurückkehren. Kann ich das Deck nochmal separat abspeichern? Ja, kann ich. Moment. Jetzt sieht man, wie man dieses Deck, wie man kopieren kann. Eine Option und hier Deck ersetzen. Alle ersetzen. So, dann haben wir hier das komplette Deck. Dann kontrollieren wir mal, das schmeißen wir mal ganz kurz Vegetto raus. Und tun uns dann quasi rein. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist. Ja, ich wollte es gerade sagen. Natürlich die Kontrolle rein. Die tapfere Gedankenkontrolle rein. Na komm, ich rüste mich mal aus. Das macht mein Deck natürlich ein bisschen schwächer. Insgesamt gesehen. Gut, kann ich nichts dran ändern. Wenn es so sein muss, dann muss das so sein. Dann nehme ich jetzt dieses Deck. Das Erscheinungsbild sowie die Superangriffe und Fähigkeiten in der Heldenavatar werden in diesem Kampf geändert. Ja, von mir aus. Gut, ich bin jetzt natürlich ein Held. Das war mir bewusst, dass ich kein Berserker jetzt bin. Okay, egal. Werden wir schon irgendwie packen. Aber ich glaube, ich finde es auch irgendwie cooler, wenn man sich selber mit im Deck hat. Deswegen habe ich jetzt Vegetto rausgeschmissen. Wobei, ja, den hätte ich und den anderen Berserker rausschmeißen können. Ach, was soll's. Was soll's. Los geht's. Das Deck wird genauso guten Damage machen.
So, Gegner aufgetaucht. Elite, sie besiegen ihn in höchstens 2 Runden, habe ich vor. Und Zeno ist wieder mit am Schmidt von der Partie. Dynamo-Korb, der ist auch alleine. Dass er den Dynamo-Korb gibt, mir vollkommen wurscht. Okay. Tausend Abwehr für jeden gegnerischen Angreifer. Gut, dass ich keinen hatte. Oh, beziehungsweise nur einen drin habe. Das war wichtig. Was hat denn der? Boah, 12.000. Okay. Der wird natürlich nicht ohne sein. Instabiler Superkrieger. Als er sagt, er darf mehrfach angreifen. Okay. Okay, was heißt denn mehrfach? Das ist ja sehr schön beschrieben. Erstmal ein Mirakel, das ist schon mal gut. So, was heißt jetzt mehrfach? Einmal, okay, finde ich gut. Ich denke mal, der darf so oft angreifen, wie er den Aufladungseinschlag gewinnt, oder? Hätte ich jetzt stark vermutet. Okay, der knapp 32.000. Nächstes, perfekt. Sehr geil. 900 Damage, so. Ausdauererholung, eigene Ausdauererhalten, dreifach Kraftschmuck, mit Ausdauererholung, Ausdauer für alle Gegner senken, ich könnte dich umbringen. Warum senkst du jetzt schon wieder meine Ausdauer? Immer diese Gegner mit ihrer Ausdauersenkung, gefällt mir gar nicht. Das sind aber die schlimmsten, finde ich, weil ich grundsätzlich immer ein Ausdauerproblem habe. Und ich habe eigentlich schon so versucht, so ein bisschen dagegen zu steuern. Wie dem auch sei. Runde 2 sollten wir es hoffentlich schaffen. So, der hat erstmal Kraft verloren, so. Go. Ah, die Gedankenkontrolle interessiert mich nur leider gerade nicht. Hat mich null interessiert. Der Kraftboost, der interessiert mich um einiges mehr hier. Und von Dingen komplett der Heldenenergie. Ja, der bekommt natürlich noch 1500. Was soll's? Sie kriegt die Kraft dazu. Das könnte knapp werden. Würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, Ichke wieder Superkrieger. Wir kriegen die unermessliche Kraft hinzu und die Ausdauer wird geheilt, aber egal. Attacke! Attacke los! Volles Rohr drauf! Stärkster der Stärken. Die Ausdauer ist am Arsch bei ihm. Wir könnten ihn eventuell betäuben, aber nicht so. Aber nicht so. Das war schlecht, das war richtig schlecht. Ein Mirakel! Nice! Und super Angriff! So muss das laufen. So muss das richtig laufen. Dreifach Todesstrahl. Und die Urknall-Kamehameha. Ja, der hat natürlich die Abwehr bei ihm gestärkt. Aber das ist schon mal bei der nächsten Stufe hier. Und das merkt man, dass er die Abwehr erhöht hat. Weiteres Perfekt! Nächster super Angriff. Los geht's. Schwurmmodus. Gerne doch. Volles Rohr drauf. Maximum. Schockierender Todesball und 1000 Abwehr des Gegners geschollen. Jawoll. 6000. Und noch den Ex-Drachenfaustmodus. Den nehme ich auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Den nehme ich auch noch mit. Ich brauche eine dritte Runde. Wir brauchen 3 Runden. Und ich muss bei ihm alles abwehren gleich, sonst wird das schwer. Los geht's. Mit der Drachenfaust. Aber wie gesagt, es wird nicht reichen, weil er die Abwehr erhöht hat. Und ich habe beim ersten Mal richtig gefällt mit den besten 3 Leuten. Das kam dann auch noch hinzu. Deswegen, die 9000 werden wir nicht abziehen. 1000, also sind das jetzt, glaube ich, gleich 4000. Naja, 3 noch was. 3,7, ja. 3,7, aber wir haben noch den Superschlitzer-Modus. Benutzen, klar doch. Boo möchte auch nochmal einen Auftritt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich bin zum Schlitzen gern bereit. 20. Bam!
Dann auch nochmal 3000 Damage. Und minus 100% Schadensbegrenzung des Gegners. Ja, jetzt können wir aber richtig aufs Fressbrett bekommen. Leider. Oder auch nicht. Perfekt. Super Angriff abgewehrt. Kamehameha-Modus. Von unseren Goldcooler. Kamehameha. Los geht's. Die macht mit uns ein. KO. Jawohl. Haben es doch in zwei Runden geschafft. So muss das. Und wir haben einen super Dragon Ball erhalten. Was wollen wir eigentlich mehr? Mein Team hat gewonnen. Oder unser Team. Mission abgeschlossen. Stufe 3 war CO. Das ist richtig krass. Gibt 10.000 Ultra-Abschuss-Bonus, Team-Bonus, 175.000. Damit bin ich mehr als zufrieden, denn das reicht für neue Höchstpunktzahlen und für neue Items reicht das auch. Kommt irgendwas Geniales. Das wird top. Aber erstmal natürlich noch einen super Dragon Ball erhalten. Dürfen wir nicht vergessen. Und... ja, neue Items. Was haben wir denn da? Mega KI-Explosion. Okay. Mega Crusher Ball. Okay. Muss ich mal gucken. Oft bei den Items. Runde 3 Belohnung. Bis Runde 3 kommen wir auch nie. Ist auch ein normales Ding. Nehme ich deswegen auch nicht mit. Nehme ich auch deswegen nicht mit auf. 180 da hinzu. Das läuft super. Bandstufe von Note, obwohl die gar nicht mitkämpfen konnte. Und wir mussten das Ganze alleine schaffen. Ich hoffe, das war noch nicht alles, legendärer Super Saiyan. Ich bin noch lange nicht mit dir fertig. Doch, wir sind mit ihm fertig. Vorübergehend. Aber ich bin noch nicht mit dem Part fertig, denn es dauert noch ein bisschen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Das finde ich auch gut so. Oh, nächster Super Dragon Ball Kampf. Aber die Kapsel wäre auch nicht schlecht. Aber was ich jetzt gerne mal kurz euch mit euch nochmal kurz machen möchte. Nein, den definitiv nicht. Erstellung, ganz einfach. Eigenes Deck. Und dann gehe ich mal ganz kurz hier in die Abteilung. Quasher Ball wird verfügbar. Ja, was ist jetzt besser? Mega oder Giga? Das ist immer so das Problem, finde ich, daran. Gelegenheit zur Blockade. Minus 50% Kraft und erhöht das AGF. Okay. Ja, toll. Was haben wir denn hier noch als einzelner Angreifer? Die legendäre Held wäre gar nicht so schlecht für unseren Gold Cool, weil den benutze ich ja sehr, sehr gern. Was hat denn der drin? Was hat denn der? Macht der Freundschaft. Das braucht er ja erst recht nicht. Moment. Haben wir das als legendärer Kämpfer? Und dann gebe ich den, hier habe ich gar kein Item gegeben. Okay. Dann gebe ich dir den brutalen Schlag. Moment, wenn wir Items haben, müssen wir die auch hier ausreizen. Hier, der dunkle Dämonengott hat auch nichts. Blocke-Einheit. Okay. Blocke-Einheit. Wir hatten noch was anderes hier. Elite. Teilraum. Todesstoß. Mega-Druck. Super-KI, volle Kraft. Riesenaffe. Nee, da ist nichts. Nichts Spezielles dabei. Aber wie gesagt, ich könnte. Moment, was ich noch machen könnte, ist. Als Freund Unterstützer. Das wäre für ihn eigentlich praktisch. Als Unterstützer Ausdauer. Oh ne, das ist schon super genug. Nerven wie Drahtseile. Das wäre eigentlich für unseren. Für ihn wäre vieles gut. Abwehrboost. Der hat einen Abwehrboost. Gibt dir mal einen Wert. Ah, den Werteboost habe ich schon. Moment, ich könnte ja auch einen schrecklichen Kraftboost geben. Das wäre eigentlich ein bisschen besser. Und hier hast du, genau, legendärer Held.
Das passt. Und hier hast du Kamehameha. Das passt, das passt eigentlich auch. Genau, geht zwar die TP und die Abwehr runter, aber die Kraft geht hoch. Was habe ich hier bei ihm? Kraftboost, normaler Kraftboost. Einen Disziplinierten, okay, das macht ein bisschen mehr Sinn. Rachgierig bringt mir gar nichts. Quasherball, Nerven wie Drahtseile. Wenn du die wird wiederhergestellt, wenn du die Stärke-Kampfphase gewinnst. Das ist eigentlich ein bisschen besser. Okay. Ja, das können wir so nehmen. Dann habe ich jetzt, ich habe immer noch was gehabt jetzt. Was hast du? Unermessliche Kraft. Das lasse ich ihm auch. Ich denke mal, das bestätige ich erstmal so. Das passt eigentlich. Das Deck ist super. Mit dem eigenen Charakter finde ich das sogar noch ein bisschen besser. Weil es noch ein bisschen besser wäre, noch ein besserer Berserker-Kämpfer. Den habe ich momentan nicht. Nehme ich mal kurz die Kapsel mit. Zeni. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber hey, warum nicht? Und dann machen wir den Kampf hier hinten. Weil das müsste der Kampf immer noch gegen ihn sein. Wischuhu, hast du Zeit, mich zu trainieren? Ich habe es wirklich dringend nötig. Bitte, oh bitte. Und du bist? Oh, Entschuldigung, ich bin Philipp. Danke für dein Interesse, Philipp, aber ich kann leider nicht. Was, oh Menno? Leute zu trainieren, die ich erst ein paar Sekunden kenne, ist kein gutes Geschäftsmodell. Außerdem bezweifle ich ernsthaft, dass ein Grundschüler meinen Trainingsmethoden gewachsen ist. Es gibt bestimmt andere, die für dich besser geeignet wären. Mach's gut. Da geht er hin. Mist, das war meine große Chance. Kann ich irgendwie Interesse an mir wecken? Hey, ich hab's. Mist, warte mal bitte. Was denn? Wenn du mich trainierst, besorge ich dir eine Leckerei, die zum Sterben köstlich ist. Welche Küche schwebt dir davor? Hab ihn. Oh, sie ist einfach köstlich. Schon allein beim Gedanke daran läuft mir das Wasser im Munde zusammen. So ist es mit dem Erde-Delikatessen. Und, sind wir im Geschäft? Und wenn dein Gericht wirklich so lecker ist, dann ja. Echt? Okay, warte kurz. Koche ich jetzt für den, oder was? Tada! Bon Appetit! Meine Güte, los, probier mal. Also gut. Und, wie lautet dein Urteil? Hey, mein Junge, das ist einfach himmlisch. Vom Geschmack über die Textur bis hin zum Aroma. Tresse Bon! Schön, dass es dir schmeckt. Bitte entschuldige meinen kulinarischen Ausbruch. Das war wirklich hervorragend. Kommen wir zu meinem Teil der Abmachung. Bereit zum Training? Und wie? Ich trete gegen den großen Luis an. Da mache ich besser das Beste raus. Cool. Los geht's. Mache ich jetzt eigentlich als Berserker? Das würde jetzt auch irgendwo passen. Nicht passen, aber passt schon. Passt schon, gefällt mir der, also er gefällt mir doch als Händler ein bisschen besser. Okay, dann muss ich das wieder umändern. Toll! Super! Genial! Genial, würde ich sagen, ja. Das wird sogar ein etwas längerer Part hier, weil wir ein bisschen mit der Deckerstellung zu tun hatten. Deswegen begeben wir uns nochmal jetzt zum letzten Mal in diesem Part aufs Schlachtfeld. Los geht's! Also, mal gucken, wie der große Riz, was für ein Team der überhaupt hat, oder kämpft er alleine? Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. Doch, okay. 30.000 TP. Nehme ich dankend so an. Oh, der wird halt volles Rohr alt angreifen, ne? So, gut, ich werde natürlich jetzt nicht angreifen. Legendärer Held. Die Abwehr wird erhöht. Von dem her passt das eigentlich dann, wenn die Abwehr sowieso erhöht wird, plus 3.000. Damit wirst du weniger Schaden machen. Er darf dreimal hintereinander angreifen. Oh mein Gott. Und er erhöht dann auch mein Tempo. Ja, das kann es nicht sein. Okay, ich drück mal direkt sofort. Oh mein Gott. Willst du mich trollen? Ja, man muss sofort... Ich drück mal wirklich sofort. Weil das wird ja mal schlimmer bei ihm. Nee, das bringt mir auch nichts. Okay. Toll, jetzt bin ich auch noch betäubt. Und dadurch ist das Kämpfen nicht möglich. Toll. Toll. Heldenenergie weg. Kampfmodul-Chance.
Okay, Whis, der ist schon nicht ohne, ne? Der ist nicht ohne. Vor allem mit seinem scheiß Druck. Also intensiven Druck mag ich gar nicht. Und vor allem, der ist ein Elite-Kämpfer noch. Das heißt, er will mich erst recht betäuben. Das ist halt sein Rezept gegen uns. Ja, leider ist die Betäubung noch aktiv. Mist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war jetzt ein Problem. Ist man nur 3000? 369 oder wie? Oder wie muss ich das verstehen, Whis? Scheinbar ist es aber so. Naja, 3000 ist jetzt nicht viel. Ist nicht viel, aber ich nehme es natürlich dankend gerne mit. Wahrscheinlich wird er dir seinen intensiven Druck ausüben. Ja. Nee, Schadenserhöhungen werden aufgehoben. Okay. Aber wir haben gewonnen. Der Superangriff ist auch bereit. Hat er nämlich nicht. Er hat noch keinen Superangriff. Und seine Beine auch nicht. Was? Oho, der hat aber ordentlich Damages bekommen von uns. Schadenserhöhungen von mir aus. Boah, das wird er verlieren. Oh, das war einfach, das ist perfekt. Das war einfach. Da ist ja auch schon KO. 10.000 Damage. Was bist denn du für Trainingspartner? Du warst schwach auf der Brust. Mission abgeschlossen. Yeah, Mann. Da nehme ich alles gerne mit. Außer die Teampunkte. Gut, ich habe mir ja nicht angefangen anzugreifen. Deswegen bekomme ich ja auch nichts. Keine Höchstpunktzahl. Absolut gar nichts. Und das auch zu Recht und verdient. Aber dass mein Cooler dann auch betäubt war, das ging gar nicht. Das ist natürlich dann ein großes Problem. Riesenaffe Tora, okay. Von mir aus Runde 1 Belohnung brauche ich nicht. Ein normales Ding brauchen wir nicht. Normales Ding will ich nicht. Dankeschön. Ja, ich glaube, wenn ich ein Held bin, ist es sogar ein bisschen besser. Ich muss mal ganz kurz was anderes gucken bei mir. Habe ich da wirklich so eine Fähigkeit, die mir so viel Heldenenergie kostet? Danke für die Lektion, Whis. Ich habe mega viel gelernt. Ich nehme zurück, was ich vorhin gesagt habe. Du bist kein gewöhnlicher Grundschüler. Trainiere weiter so fleißig, dann wirst du es noch weit bringen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, ich freue mich schon auf die nächste Lektion. Irgendwann mal. Ich auch. Ich hoffe auch auf das nächste Mal von euch. Wenn ihr wieder dabei seid bei diesem wunderschönen Projekt von Super Dragon Ball Heroes. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Super Dragon Ball Heroes. Also, macht's gut, haut rein und tschüss.